Hallo meine lieben Digiritter, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Digimon World 2003. Wir machen fast da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. In der Zwischenzeit wurde ein bisschen gelevelt. Renamon ist jetzt inzwischen auf Level 27, Agumon auf 54 und Monmon auf Level 45. Und ihr wisst, was das bedeutet, Monmon ist auf Level 45, das heißt, wir können uns jetzt um seine Epic-Waffe kümmern. Die Epic-Waffe, auf die wir dann dementsprechend heute hinarbeiten, heißt Strafe bzw. Punishment im Englischen und ist die Epic-Waffe für Monmon. Dafür sind wir wieder in den Mirage-Turm gegangen und sind jetzt hier bei Gargomon. Hier müssen wir dann zusätzlich zu der Rusty Rifle, die man dafür benötigt. Diese bekommt man durch das Besiegen von Hyandromon in der Asuka-Server Dum-Dum-Fabrik. Diese haben wir natürlich schon. Muss man jetzt dann die sogenannte Cluster Cannon, also die Pistolenwaffe, die man hier von Gargomon bekommt, dann kaufen für 15.000 Bits. Und diese brauchen wir dann dementsprechend. Diese heißt hier einfach nur Clusterkanone. Einmal kaufen. Und nein, wollen wir dementsprechend nicht im Moment ausrüsten. Diese und die Rusty Rifle werden jetzt dann benötigt und damit müssen wir dann jetzt nach Zuque City in den Untergrund sehen. Das heißt, da müssen wir nach Zuque City in die Stadt rein. Hinter dem Haus von dem Leader müssen wir dann runter. Und ja, dann den Unterwasserweg dann lang in die Unterwasserhöhle. Bevor wir das allerdings in Angriff nehmen, machen wir erst noch den Abstecher zu Baihu City, welches sich hier auch direkt bei der Büste befindet. Denn dort müssen wir die 22.000 Bits Waffe kaufen. Und damit wir uns das dann später dann sparen im Verlauf der Folge, machen wir das jetzt dann schon, wenn wir schon mal in diesem Bereich sind. Weil sonst müssen wir erstmal nach Zuque City zu dem Untergrundsee, dann wieder zurück nach Baihu City gehen, dort dann extra nochmal die Waffe kaufen. Und dann weiter, aber für die eine Stufe, also die mittlere Stufe, müssen wir so oder so nochmal hierher zurück. Denn hier müssen wir in die Möbiuswüste. Dann, wenn man reinkommt, vom Eingang her, muss man zweimal nach Westen. Und dann findet man den NPC, der einem das Ganze dann zusammencraftet. Ist dann Sagittarimon. Diese craftet dann die zweite Crafting-Stufe plus die Waffe, die wir dann aus Baihu City benötigen. Dann zu Judgment zusammen. Und dann braucht man die Suijin-Kanone. Die haben wir ja schon. Die bekommt man aus Amaterasu City. Da haben wir ja in weiser Voraussicht alle von den Waffenmaterialien, die wir von dort brauchen, schon einmal gekauft, damit man dann nicht jedes Mal dann noch extra den Abstecher dorthin machen muss. Und ja, sobald diese beiden Crafting-Stufen erledigt sind, müssen wir nur noch dann wieder zurück zu Metal Etemon in der Hulon-Mine. Und ja, dort bekommen wir dann die letzte Crafting-Stufe. Also das grob für den Ablauf dieser Folge. Das heißt, jetzt erstmal machen wir den Abstecher nach Baihu City, damit wir dann, wenn wir wieder zurückkommen aus Zuque City, uns diesen extra Schritt dann nochmal sparen. Und was ich heute auch für die Folge einmal mache, ist mit einer kleinen Sache experimentieren. Hoffe, dass es dann sich nicht negativ auf die Folge auswirkt. Und zwar habe ich jetzt mal geschaut, wie man denn noch bessere Videoqualität auf YouTube bekommen kann. Das Ganze funktioniert im Prinzip mit einem ziemlich einfachen Trick, dass man das Video einfach in 1440p dann rausrennt, also mit 2560x1440 Pixeln, anstatt den 1920x1080, mit denen ich ja regulär immer meine Videos aufnehme. Und weil das hat nämlich dann den Vorteil, dass man auf YouTube dann den besseren Encoder
zur Verfügung gestellt bekommt, also den dann automatisch angewendet bekommt, wenn man die Videos uploadet. Das heißt, die Videoqualität ist dadurch dann, zumindest soweit ich das jetzt verstanden habe, dann dadurch dann besser. Und dementsprechend, ja, habe ich mir da auch mal ein bisschen angeschaut, wie das Ganze dann aus Premiere dann rauszurendern ist, ohne jetzt dann nativ in 1440p aufnehmen zu können, denn meine beiden Bildschirme sind Full HD und dementsprechend kann ich da in OBS deswegen dann nicht eine höhere Auflösung dann primär einstellen. Deswegen probieren wir es mal und schauen, ob dann das vielleicht nochmal ein bisschen was verbessert. Und auch noch ein paar Einstellungen in OBS habe ich so oder so für eine bessere Videoqualität jetzt optimiert. Hoffentlich passt das da dann dementsprechend auch noch. So, wie man sehen kann, bei Renamon habe ich jetzt Rosemon als allererstes Mega-Level bekommen. Aber Rosemon ist hier noch nicht auf der Höhe, damit, oder beziehungsweise Renamon an sich, damit wir hier die Kämpfe wirklich vernünftig abschließen können. Deswegen wechsle ich trotzdem immer noch beim Kampf jedes Mal auf Omnimon, damit wir trotzdem auf Renamon währenddessen hier die XP bekommen. Weil Renamon nämlich das Digimon ist, wo wir die nächste Epic-Waffe dann angehen. Aber heute in der Folge soll es ja um Monmon gehen. So, die Waffe, die wir jetzt aus Baihu City kaufen müssen für 22.000 Bits, ist die Laserkanone. So, dann mal rein in die Stadt und den Händler suchen. Das ist ja wie immer Gargomon. Gargomon müsste sich ja direkt hier vorne befinden, genau. So, da brauchen wir jetzt wie gesagt die Laserkanone. Einmal kaufen für 22.000 Bits und noch nicht ausrüsten. So, nächstes Ziel jetzt wie gesagt der Untergrundsee von Tsukwe City. Da gehen wir am besten den Weg direkt über die Lärmwüste zur Küste und nicht die Abstecher, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben, über die Oase. Da kommen wir dann ja nämlich beim Plug Cup an und da wollen wir ja nicht hin. Wenn wir hier ankommen, kommen wir beim südlichen Cup an und von dort aus ist ein kleiner Katschensprung zur Phoenixbucht bzw. nach Tsukwe City. Und nein, gegen Metal Etemon würde ich jetzt nur ungern kämpfen. Aber lass mich mal raten. Unsere Digimon können wieder nicht laufen, oder? Aber einen Counter konnten wir zumindest mal raushauen. Ja, natürlich kann Renamon nicht laufen. Keines meiner Digimon kann je in diesem Spiel laufen, habe ich das Gefühl. Na gut, wenn es sein muss, dann kämpfen wir eben. Das Gute ist, dass unser Agumon jetzt inzwischen so einen Geschwindigkeitswert hat, dass wir teilweise zweimal angreifen können. Bevor der Gegner dran ist. So, ich glaube, da springen wir am besten direkt runter. Und da sind wir zumindest jetzt zum Glück ohne weitere Vorkommnisse schon mal hierher gekommen. Und denselben Weg nehmen wir dann natürlich im Verlauf der Folge dann wieder zurück.
Ach ja, wie schön das ist, wenn die Digimon countern. Kommt nur meistens leider zu selten vor. So. Weiter geht's. Der längste Weg, den wir heute in der Folge beschreiten müssen, ist dann natürlich der vom Punkt, also von der Möbiuswüste, dann, sobald wir die zweite Crafting-Stufe haben, von dort aus dann zu Metal-Etemon zu gelangen. Da müssen wir natürlich dann wieder zum Plug Hub und vom Plug Hub aus dann zum Nordsektor. Aber mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja dieses Mal deutlich besser da durchzukommen als beim letzten Mal. Denn beim letzten Mal, die Aufnahme hat über eine Stunde gedauert, bis ich dann endgültig bei Metal Etemon angekommen war. Also dann mit natürlich allem, was wir in der Folge erledigen mussten und die ganzen Wege, die wir laufen mussten. Aber da habe ich ja dann, um euch das nicht dann noch extra anzutun, habe ich dann da dann dementsprechend die kleinen Einspielerchen gemacht aus SpongeBob, damit ihr da zumindest in diesen Punkten kleine Abkürzungen habt, damit wir da nicht den kompletten Weg noch mitnehmen müssen in der Folge. Aber wenn alles klappt, müsste der Weg heute nicht so schlimm sein. Aber das kann man ja noch nicht voraussagen, denn man weiß ja noch nicht, wie viele Digimon uns begegnen werden, und weil die Kämpfe sind ja natürlich das Ganze, was das in die Länge zieht. Aber ja, sobald wir heute dann die Monmon-Waffe haben, nächstes Ziel ist Renamon, da muss ich aber natürlich erstmal Renamon auf 45 gelevelt bekommen. Aber mit 28 sind wir schon mal auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen. Ah, man sollte es niemals jinxen. Jetzt kommen nämlich die Gegner dann, bei denen man dann hängen bleibt. So, und genau bei Renamon, wie viel XP brauche ich insgesamt? 66.941 ist das, was man bei 45 haben muss. Und da sind wir ja jetzt gerade bei 28, das heißt bei ca. 17.000. Okay, das ist auf jeden Fall noch ein kleiner Weg bis dahin, auf jeden Fall. Also da haben wir ja jetzt in dem Sinne noch nicht mal ein Drittel davon geschafft. Aber dadurch, dass wir es jedes Mal jetzt am Kampf beteiligen lassen, kriegt es ja trotzdem während der Folge schon mal ein bisschen XP. So, damit sind wir beim Südkap jetzt angekommen. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt hier ohne größere Vorkommnisse durchkommen. Ah, schon mal sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch durch den Dschungel.
Und dann die Phönixbucht. Oh, sehr gut. Das ist doch mal was. Ohne größere Vorkommnisse sind wir bis nach Zuquay City jetzt durchgekommen. So, hier um zur Untergrundhöhle, also Unterwasserhöhle zu gelangen, müssen wir hier in das Haus rein. In die Zuquay-Halle und von hier aus dann hier hoch. Runter und hier rein. So. In dem Untergrundsee finden wir einen Shurimon, den Gebieter der Aufrichtigkeit. Und dieser craftet uns dann die rostige Pistole, also die Rusty Rifle und die Clusterkanone jetzt zu Gerechtigkeit. Also die Waffe heißt dann so. Ja, 280 geht schon vom Schaden, aber Omnimum macht natürlich mehr. Dafür macht der Gegner nicht so viel an Schaden an uns. Okay, das Blocken ist dann natürlich ein Problem. Okay, nee, da wechsle ich lieber auf Omnimon, sonst... im Zweifel noch böse enden. Beziehungsweise unnötig in die Länge gezogen werden. Und weiter geht die Fahrt über den Meeresboden. Immerhin ist der Meeresboden hier nur in zwei Abschnitte aufgeteilt. Aber hier können natürlich jetzt auch nochmal Gegner auf uns warten. Ich weiß ja nicht, wo das Shurimon sich befindet. Höchstwahrscheinlich aber irgendwo weiter oben. Auf jeden Fall nicht. Es ist nicht... Ach nein, nicht schon wieder diese Shogun-Gekomons. Gott, hasse die, wenn die ihre Verwirrung raushauen. Aber in dem Fall kommen wir da sehr gut durch den Kampf durch. Omnimon macht sehr guten Schaden. Da freue ich mich dann schon richtig drauf, wenn er endlich seine Signaturattacke hat. Diese kommt ja bei Level 99. Danke da auf jeden Fall nochmal Maxwell für gestern im Stream, wo du das nachgeschaut hast. So, also Shurimon... auch nicht hier.
Laut der Anleitung müsste es ja hier sein. Geh nach Zugwee Untergrundsee, wo du Shurimon findest. Und das hier ist ja der Untergrundsee. Also die Untergrundhöhle. Aber hier ist nirgendwo ein Shurimon. Oder muss ich dafür Monmon an erster Stelle haben, wenn ich in die Höhle reinkomme? Na gut, dann probieren wir es mal. Aber eigentlich müsste es ja reichen, wenn Momon in der Party ist. Aber ich habe jetzt hier keinen NPC gefunden. Da ist ja keiner. Da oben war keiner und da vorne ist keiner. Also ich weiß nicht, wo dann noch jemand hier sein könnte. Nein! Tanzen war Attacke. Wird ja auch nichts getriggert. Oder warte mal. Ah! Oh, Mann, wie lost war ich denn? Hier ist es. Ich bin Shurimon, der Weg zum Ninja ist lang. Naruto, bist du's? Du hast rostiges Gewehr und Clusterkanone. Gibst du sie mir? Waffenevolution nach Shurimon. Eieia! Gut, das ist jetzt Clusterkanone. Ich gebe sie dir, nutze sie sorgsam. Oh, sehr gut. Stimmt, da habe ich nicht hingeschaut an diesem Pfad. Ah gut, damit haben wir jetzt die Clusterkanone und damit geht's jetzt dann wieder zurück zur Möbiuswüste. Das heißt, den exakt selben Weg wieder zurück, wo wir gerade hergekommen sind und ja, dann ab in die Möbiuswüste. Immerhin ist der Unterwasserweg hier nur in zwei Abschnitte unterteilt. Aber trotzdem stellt sie uns nochmal Mariendevimon in den Weg.
Okay, ich sollte vielleicht hochdigitieren. Agumon macht jetzt nicht so viel Schaden. Nee, nicht Marke, sondern DV. Okay, diese kleine Sucherei hat uns jetzt natürlich ein bisschen Zeit gekostet. Aber mal gucken, vielleicht kann ich ja dann wieder den Weg zu Metall-Etemon dann raus. Weil es spielt ja jetzt in dem Sinne keine Rolle, ob er den dann jetzt dann noch zu Gesicht bekommt oder nicht, weil den sind wir jetzt schon so häufig abgegangen, dass der eigentlich klar sein müsste, wie der Weg verläuft. So, machen wir mal trotzdem noch einen Abstecher zum Inn. So, und jetzt heißt es wieder über die Phönixbucht. Über den Ätherdschungel wieder zum Südkap zu gehen. So, damit sind wir beim Südkap angekommen. Jetzt. Okay, jetzt erstmal noch ein Kampf, bevor wir zu Submarimon gelangen. So. So, Renamon ist 29. Sehr gut. So, bitte lass mich durchkommen. Danke. Okay, erster Abschnitt geschafft. Jetzt kommt ein Meeresbodenabschnitt 2. Und da sind wir nicht direkt weitergekommen. Schade. Na gut, kann man nichts machen. Müssen wir das Dragomon erstmal aus dem Weg räumen.
Und direkt das nächste. So, aber solange wir nochmal angreifen können, ist das ja alles easy. Wie viele Gitter braucht man auf einem Unterwasserpfad? Ja, dachten sich die Entwickler. Aber da sind wir gleich beim Licht angekommen. Sehr gut. So, damit sind wir schon mal im Westsektor. Jetzt heißt es nur noch zur Möbiuswüste gelangen. Hoffentlich ohne größere Vorkommnisse. Und wie gesagt, den Weg zu Metal Etemon cutte ich dann einfach dann raus. Also dann sehen wir uns dann danach dann wieder, sobald ich bei Metal Etemon angekommen bin. Weil es bringt ja nichts, diesen Weg dann extra auch noch in die Folge reinzupacken. Weil es im Prinzip ja derselbe ist, den man dann jedes Mal ablaufen würde. Aha, das Numemon versucht zu fliehen. Mal schauen, ob es damit durchkommt oder nicht. Na, schade. Es ist geflohen. Also keine XP für uns in dem Fall, aber Hauptsache wir kommen jetzt hier voran. So, genau, wir müssen jetzt hier einmal rum. Hier runter, wieder zurück zur Wüste. Damit sind wir in der südlichen Lärmwüste und von hier ist es ja nur noch ein kleiner Sprung dann. So, und jetzt laut Anleitung sollen wir zweimal nach Westen. Genau, geht zweimal nach Westen, links oben, also das hier. Und dann finden wir Sagittarimon. Okay, noch ein weiterer Kampf. Lass mich raten. Ah, wollte es gerade schon sagen. Also Quetzalmon sind hier mehr als genug am Start. Saufiese Digimon wegen der Vergiftung, die die machen. Ja, diese Vergiftung, 1768 Schaden. Das ist deswegen auch echt brutal fies, weil das halt um einen Multiplikator halt mehr ist, als das, was der Gegner sonst an mir überhaupt machen würde. Also Vergiftung ist echt brutal hier in dem Spiel, als Debuff bzw. als Status, den man bekommen kann.
So, das war jetzt zweimal nach Westen. Jetzt müssen wir Sagittarimon finden. So. Nein! Ach, na gut. Den Einkampf machen wir noch. Und schon wieder eine Vergiftung. So, dann reden wir jetzt mit Sagittarimon und lassen uns da die Waffe craften. So, ich bin der legendäre Digimon Sagittarimon. Du hast Glück, mich überhaupt zu sehen. Hey, du hast Laserkanone und Gerechtigkeit. Gib sie mir. Guck mal, das ist Urteil. Sei froh, dass du es hast. Hahaha. Und damit haben wir auch die zweite Crafting-Stufe jetzt geschafft. Und ja, für die letzte müssen wir dann jetzt zum Metall-Etemon. Das mache ich dann aber dementsprechend rausgeschnitten, damit ihr dann jetzt nicht nochmal, ja, wahrscheinlich 20 Minuten, dann, die wir dann zurücklaufen würden, dann gequält werdet. Also, wir sehen uns dann direkt dann wieder, sobald ich beim Metall-Etemon dann angekommen bin. Bis gleich. So, und damit sind wir jetzt endlich in der Kulon-Mine angekommen. Und ja, craften uns jetzt dann die Mon-Mon-Epic-Waffe. Also, Metall-Etemon, mach dein Ding. Unbesiegbar ist ja ganz schön. Ein guter Tamer sollte wenigstens ewig haben. Aha, also der will uns das gar nicht craften. Muss ich die dann nach einer Reihenfolge dann machen? Ich meine, spielt ja jetzt keine Rolle, ob wir jetzt die Mon-Mon-Waffe jetzt direkt bekommen oder erst später dann durchcraften, wenn wir sowieso die anderen noch fertig machen. Aber ich dachte, der macht einem dann das direkt fertig, wenn man das Ganze ihm präsentiert. Okay, ewig möchte er. Bei welchem? Warte mal, ewig. Also wenn er möchte, dass wir ewig als nächstes craften, dann ist das für Patamon oder Renamon. In dem Fall bei mir dann natürlich Renamon. Okay, das bedeutet also, ich muss jetzt Renamon erstmal fertig leveln, damit wir seine Waffe craften können. Das heißt, ich muss das höchstwahrscheinlich dann nach der Reihenfolge machen. Da ist Mon-Mon, wenn das hier die richtige Reihenfolge sein sollte, würde erstmal jetzt als nächstes die von Renamon kommen müssen. Danach die von Kumamon, also von Bärmon. Dann erst die von Mon-Mon und zum Schluss die von Kotemon. Okay, das heißt, so oder so muss ich mich dann als nächstes darum kümmern, Renamon fertig zu bekommen. Und dann muss ich, bevor wir die Waffe für Mon-Mon dann endgültig craften können, dann Kumamon fertig machen. Also ihn fertig leveln. Oh Gott, der wird spaßig zu leveln. Aber okay. Schade. Hatte eigentlich gehofft, dass wir die Epic-Waffe jetzt craften können, aber anscheinend nicht. Anscheinend muss man das Ganze in der Reihenfolge machen. Aber wir haben jetzt zumindest schon mal alles, was man dafür benötigt. Jetzt als nächstes ist dann dementsprechend so oder so nach der Reihenfolge Renamon dann dran. Und danach muss dann Kumamon in Angriff genommen werden. Sobald wir Kumamon dann fertig haben und für ihn die Sachen gecraftet haben, können wir auch dann den,
direkt im Anschluss die für Monmon craften und dann ist nur noch Kotemon übrig. Na gut, das war's dann von der heutigen Folge. Trotz dessen, dass wir die Epic-Waffe jetzt nicht bei Metalitemon jetzt craften konnten, sondern erst die von den anderen beiden machen müssen, hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt das immer gerne durch einen Daumen nach oben. Abonniert nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao.